Dieses Gewobbel am Kragen, das ist halt ein bisschen irritierend bei der Ibushi-Set. Im Rebel Rüstung. Ah, das geht schon. Außer, dass sie halt durch die Waffen klippt. Aber ich kann genau keinen Teil davon herstellen. Ich auch nicht. Hallihallo und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Hallöchen. Heute gibt's Spinnenbraten. Spinnenbraten? Oh, mein Favorite. Problem ist nur, wir sind der Braten. True. Ich würde sie nicht vermeiden lassen. Jawohl. Kadaki stirbt. Steht an. Sterben tut sie hoffentlich auch. ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Kadaki ist ein super, super cooler Fight. Der ist actually echt cool, ja. Das Vieh ist dann nervig wie die Hölle, aber. Aber ansonsten, ja. Naja, und wenn man Spinnen nicht mag, ist er vielleicht auch nicht so schön. Ja, also jetzt hier Spinnenwarnung. Es ist eine Spinne. Man erkennt es vielleicht nicht sofort, aber. Ja, hat halt nicht die ganze Zahl Beine, ne? Glaube ich, das nee. Es könnte auch ein sehr, sehr staubiger Panzer sein. So wie sie sich bewegt. Ja, das kann auch gut sein. Es gibt einen einzigen Angriff, den ich ein bisschen schwierig finde. Und zwar ist es der, wo sie seitlich Feuer speit und sich dann auf einen zubewegt. Weil mit diesem auf einen zubewegen, sehe ich immer erst, wenn es zu spät ist. Der ist nervig, der Angriff. Crawling with a mincing gait. Dressed in a white gown. Aimlessly she roams, queen without a crown. Her beloved children, always by her side, share their mother's temper and her fiery pride. Das ist halt schon ekelhaft, das Spiel. Absolut. Ich mag sie trotzdem. Und ja, es sind nur vier Beine. Außer man zählt die nach hinten geklappten Sachen auch noch als Beine. Naja, will ich jetzt nicht. Ja, kann nur gut werden. Auf jeden Fall. So, wo haben wir es denn da oben? Ich wollte gerade eine unfassbar blöde Frage stellen. Ich wollte fragen, ob das Fragezeichen Rajang ist. Nein. Vielleicht. Auch nicht abgemacht. Es ist ein bisschen irritierend, Monster nur noch als Fragezeichen zu sehen, wenn man sie schon 4-5 Mal gekillt hat auf einem anderen Spielstand. Ja, gut, ist klar. Aber ich habe Ragnar nur einmal gemacht. Öfter noch nicht. Ich musste sie für die Nagakuga-Waffen mehrmals machen. Und für die Rüstung. Okay. Weil die Rüstung habe ich mir auch komplett gebaut. Ja, okay. Weil ich hatte Langeweile. Nette Rüstung. Ja. Sieht ziemlich cool aus. Ein bisschen Walhasack-Vibes. Ja. Und ist tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Die Fähigkeiten sind jetzt für SNS nicht so gut, aber der Rüstungswert ist gut. Keine Erinnerung, was da drauf ist. Ich hab's auch vergessen. Ich weiß nur, dass es nicht besonders gut war. Na, wir sehen's ja noch. Ja. Hallo? Was ist das? Wo bin ich hier? Wo bin ich falsch abgebogen? Wie lange sie sich Zeit zum Schreien lässt. Holy shit, Mann. Hier hinten war doch irgendwo ein Seilkäfer. Oh Gott, ist der weit weg. Das Einzige, was ich an dem Monster relativ uncool finde, ist dieser Netzstatus. Was auch immer das ist. Man ist halt quasi ein Stun. Basically. Das finde ich ziemlich uncool. Aber ansonsten. Ansonsten mag ich eigentlich alles an dem Fight.
genau zwischen die Beine gefasst hätte. Mhm. Es sieht halt manchmal so aus, als würde sie einfach fahren. So zur Seite oder nach hinten. Ja, das ist manchmal nicht so einfach zu sehen, was sie genau macht. Ja. Das, was ich letztens durch ein Video gelernt habe, sie kann ja sie wirft ja, genau so, sie wirft ja ihre Kinder, also die anderen Spinnen dahin und zieht sich dann einen Faden dahin. Diesen Faden kann man für sehr, sehr viel Schaden tatsächlich kaputt machen. Ah, muss aber auch gut timen. Ja, habe ich selber noch nicht geschafft, aber ich weiß, dass es geht. Und das ist auch schon ziemlich cool. Und sie macht trotzdem relativ viel Schaden. Der Partbreaks sind bei ihr halt normal, wenn man mal wieder die jetzt kaputt macht. Ja. Okay, wenn ich bei dem Angriff ganz nah dran stehe, kann ich ihm nicht ausweichen. Ich hätte damit nur gerechnet. Ja. Also man kann bei ihr sehr, sehr viele Parkbreaks erzielen. Sehr, sehr viele. Man kann mich auch einfach die ganze Zeit brennen. Und dann geht sie schon. Nee, tut sie nicht. Ach Gott, sie haut schon ab. Also ja, man kann hier die ganzen Fäden bei den Beinen kann man brechen. Und ich glaube, wenn man beim ersten passiert noch nichts, aber also natürlich außer Partbreak. Aber beim zweiten gehen dann alle anderen auch mit kaputt und das sind dann halt so 4-5 Partbreaks direkt hintereinander. Genau, das meine ich. No. Das ist die falsche Richtung, Ragnar. Bei mir ist du bisher immer nach draußen gelaufen. Aua. Kommt noch. Ja, bestimmt. Vielleicht können wir sie gleich mit Sommerkant verprügeln. Na, vielleicht. Schon den Kokon wieder eingewickelt. Mhm. Ich hab's genau gesehen, dass sie auch nicht schlagen wird, aber ich war gerade leider in der Anmazone. Schon mal gute junge Dame. Ja. Genug mit dem Körper um sich gehauen. Schade, mit meinem vollen Set kann ich da durchrollen. Weil da meine Unverwundbarkeit lang genug ist. Gucken wir mal eben in den Käfer hier hinten. Ich hab gehört, das ist eine gute Idee. Immer schnell auf den Eiersack draufhauen. Und hat jetzt. Ja, leider, weil er nicht so viel Schaden nimmt. Gute alte Königin-Substanz. Drohnen-Substanz. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie sich an die Decke hängen kann. Was durchaus Sinn ergibt, aber bei mir hat sie es halt nie gemacht, weil sie immer nach draußen gegangen ist. Ich fühle mich hier gerade derzeit sehr selbst entschärfen. Ja, das war halt erstmal. Ja. Ja, du kannst wieder reichen. Was können wir wieder? Ich höre dir nicht zu.
Wir können die Beinchen wieder brechen. Ja. Ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen fies. Es tut mir nicht leid, sorry. Ja, rennt euch ganz leid, oder? Manchmal muss man ja darauf konzentrieren, was man hier macht. Ja. Und das Angenehme ist halt einmal natürlich, dass man dadurch, dass sie die Beine dann wieder regeneriert, sag ich mal, wieder mehr Padbreaks generiert. Sondern man macht an den Beinen noch wieder viel Schaden. Das ist sehr schön. Haben wir was? Hier haben wir eine Mauer. Reicht das zeitlich? Möchtest du nochmal? Okay, hier links. Okay. So ein bisschen ironisch, sie mit Seilen festzubinden. Das war's wert. Die ganze Zeit am Schreien ist, ey. Oh, hat mir genau ins Gesicht getroffen. Falsche Rechnung. Dadurch, dass ich hochgesprungen bin, hat sie mich mit ihrem Schlag nicht getroffen. Nice. Hundi, danke. Alter, leider ist Amnon noch nicht da, oder Basarius. Nee. Jetzt kommt bestimmt gleich einer dazu. Hoffentlich. Oder vielleicht sogar beide. Erstmal wieder ein Käferchen einsammeln. Oh no, mein Dango-Verstärker wirkt nicht mehr. Das waren schon 10 Minuten? Ja. Uiuiui. Oh, wirklich? So, und den Angriff meine ich. Ja. Wenn man davor steht, sieht man nicht, dass sie auf sich zu bewegt. Also er hält nicht so lahm, Basarius. Mann. Ja, das ist nicht schrecklich. Aber der Schaden ist nicht gut. Ja. Und nochmal eine Rolle rein und dann Abfahrt. So viel zu Feuer funktioniert nicht. Und schon wieder zusammengebrochen. Ja. Erstmal den ganzen Kram hier einsammeln. Oh, da hätte ich jetzt gerade mal auf den Faden drauf schießen können. Schlagen. Ich schieße nicht. Bisschen Ball gerade auf die Seite. Sehr schön. Oh no. No. Ah, das kann ich nicht blocken. Knapp. Das wird mir nicht, ne? Bitte? Ich hab nur geschraubt, ob ich das drücke. Ach so. Ich hab dich ja ab. Im Zweifel ja.
schaffst aber nicht. Das macht doch nicht weg. Auch nicht in die Richtung. Wohin denn dann? Nach oben oder was? Irgendwo, wo sie nicht gerade. Hinsel. Wenn ich gerade meinen langsamen Angriff mache. Oh, ich muss dann, das ist ganz schlecht. Ja, mein Gott. Dass mich davon gerade nichts getroffen hat, ist irgendwie komisch. Just saying. Okay, das ist ganz schlecht. Reicht's dir, wenn ich Aggro hab? Aus irgendeinem Grund hatte ich noch das Brennsymbol noch gehabt, aber ich habe keinen Schaden mehr. Oh, das ist sehr praktisch. Also ich war halt im Wasser. Ja, aber ich dachte, das Brennsymbol geht da wirklich weg, aber es tut anscheinend. Hm. Ja, normalerweise brennt man im Wasser auch noch, außer man rollt. Ja, ich hab keinen Schaden genommen. Wie nett. Das ist so ein frecher Sturm. Ja. Ja. Was? Sag doch, easy. Sehr, sehr angenehmer Fall. Jop, jop, jop. Ja, ja, ja. Quest erfüllt. Ah, kein Juwel. Kein Juwel, schade. Was wäre das dann denn gewesen, ein Spinnjuwel? Ich frage mich gerade, hat das Ding überhaupt ein Juwel? Weiß ich nicht. Ich weiß gerade auch nicht. Könnte man ja mal nachschauen. Du sagst doch, du hast den Scheiß gecraftet. Ja. So eins. Ah, ihr seid zurück, Lunja. Ich habe ein bisschen geraucht. Einer unserer Forscher sagte, Akadaki zeigte das gleiche Verhalten wie andere Monster unter Ibushis Einfluss. Aber ich dachte, die Windschlange hätte das Weite gesucht. Was verursacht all diesen Aufruhr, wenn nicht Ibushi? Hm. Irgendetwas stimmt hier nicht. Es ist fast, als braue sich eine zweite Randale zusammen. So die dritte! Ja. Lern mal zählen, Alter. Wo ist meine Königin? Wo ist meine Königin? Wenn ich das nochmal sage, gibt es noch mehr Sinn. Das hat Hidora gehört, als sie mit Ibushi verbunden war. Selbst dieser Hinweis hat uns nichts gebracht. Bis jetzt. Wir haben erkannt, wer diese Königin ist. Minoto war es, um genau zu sein. Ja, Minoto hat wohl über der Übel offenbar auch die Fähigkeit, sich mit Monstern zu verbinden. Dum, dum, dum. Deswegen war sie so komisch drauf. Dank dieser neuen Erkenntnis konnte die Gilde bestätigen, dass diese Königin eine der Drachenältesten ist. Und ihr Name ist Donnerschlange Narva. Der einzige Weg, die Randale zu stoppen und Kamura vor dem Unheil zu erlösen, ist der Tod dieser Bestie. Das hat ja bei Ibushi schon so gut funktioniert mit dem Tod. Momentan sind all unsere Späher auf der Suche nach der Donnerschlange. In Kürze wissen wir, wo sie steckt. Sobald wir ihren Aufenthaltsort kennen, ist es an dir, die finale Schlacht zu schlagen, Lynrelia. Bitte nimm bis dahin bei Minoto. Versuch's nochmal. Nimm bis dahin bitte Minotos Quest an. 7 Sterne sind jetzt verfügbar. Sei kein Frosch, auf! Hm. Hey. Sei doch kein Tetsukabra.
Yes, ja, hier. Sieber. Ist wieder das gleiche Dango-Geschmack, Kamura, bla bla bla. Ah ja, okay. Kann man schon mal skippen, sehr schön, wahrscheinlich auch neue. Hier ist es tatsächlich interessant. Neue Schmelztechnik, okay. Genau. Kakao hat das Schmelztiegel rumgetüftet und eine neue Schmelztechnik entwickelt. Man braucht dafür zwar so einige Materialien, aber hat man den Dialog auch schon mal egal. Ich glaube ja. Nee, egal was nicht, sagt uns jetzt halt einfach, Schmelztiegel hat jetzt die nächste Stufe. Können wir uns kurz zeigen. Gehen. Genau, den Mondbogen. Und da kann man dann jetzt. Zum Beispiel Leuchtstöpsel. Oder Ausweichdistanz. Man hat jetzt neue Fähigkeiten und man kann tatsächlich 3 Talismane auf einmal craften. Das ist sehr, sehr angenehm. Kostet auch nur 3 Millionen Materialien. Stimmt. 3 Millionen High-Rank-Materialien, wovon wir nicht so viel haben. Nicht ganz so viel. Dafür kann man ja farmen. Richtig. Ja, genau. Lotterie. Bingo. Trash. Okay. Same. Habe ich gerade Maxi Tank Trash genannt? Vielleicht. So, was haben wir noch? Wir haben noch Minotus Rede gleich, aber wen haben wir denn sonst? Oh ja, Gott, wir haben viel. Erstmal ins Vorbereitungsgebiet. Mhm. Hey, Schmied, du willst nur sagen, dass wir neue Dekos. Ja, ja. Ja, neue Dekos. Genau. Mit fortschreitenden Quests, also je nachdem, welche Quests wir abschließen, schalten wir auch neue Dekos frei. Am Anfang sind es. Also, es kommen noch ein paar interessante, sagen wir es so. SAS Ding ist gezeugt. Ihr brandneuen Dango mit Hasengesichtern. Jetzt dank Magna-Rüstung noch knuspriger. Hört sich gut an, oder? Das ist die neue Backmethode, mit der meine Dango-Rezepte hoffentlich noch besser schmecken. Aber dann habe ich gehört, dass sich in den Lavahöhlen Mutantenbümmler und ein Ratterlos gegenüberstehen. Wenn ich da jetzt hingehe, werde ich bestimmt flambiert. Von meinem armen Dango ganz zu schweigen. Kannst du mir bitte helfen? Bitte! Du hast für die Dango. Ja, der Mutantenbümmler. und das Ratterlos. Ja, und das zweite ist neue Rezepte. Ja, okay. Ja, okay. So, Hinoa, irgendwann rede ich vielleicht noch mit dir. Wahrscheinlich nicht. Doggo-Typ. Hey, Lundrelia, wie läuft's bei euch so? Wie geht's euren Palamutes? Ich habe mit den Buddy-Schmieden geredet und es scheint, als seien sie jetzt ganz besessen davon, Palamute-Ausrüstung zu fertigen. Sie waren so begeistert davon, etwas Neues zu lernen und auszuprobieren. Meister Hamons Enthusiasmus hat ganz klar auf sie abgefärbt. Jedes Mal, wenn ich sie besuche, wollen sie wissen, ob ihr nicht irgendwas braucht, das sie für euch schmieden könnten. Würdet ihr ihnen den Gefallen tun? Damit wäre mir natürlich auch geholfen. Ich belohne euch auch für eure Umstände. Wie wär's? Irgendwann mal. Irgendwann mal. Oder auch nicht. Also nicht. Okay. Schmelztiegel. Neue Dekos. Ja. Mensch, wenn man sagt, einfach gibt, dann reden wir aber gar nicht so viel. Komisch. Hat die irgendwas? Ah, neue Gebiete, okay. Ja. Darf jetzt auch in die Lavahöhlen, juhu. Ach, sie hat nichts, okay. Ansonsten. Gut, jetzt gegen Dialog, Mensch. Ja, nach ging ja. Vorlies. Der richtige Maschinengewehr hier heute. Ja, wenn man Dialoge nicht zum tausendmal vorliest, geht das auf einmal. Na, jetzt haben wir auf jeden Fall das nächste Ziel vor Augen. Narva. Das dauert aber noch ein bisschen. Ja, müssen erstmal ein paar noch gemeinere Monster verprügeln. Ach, genau, Minute. Die gibt's ja auch noch. Nein, nicht der Laden. Minute. Was ist denn, Relia? Ihr macht aber ein langes Gesicht. Was? Macht ihr euch Sorgen wegen meiner Verbindung mit Donnerschlange Narva? Ach, danke für euer Mitgefühl. Ich habe das zum ersten Mal erlebt, daher meine Reaktion. Aber kein Grund zur Sorge. Der ständige Gedankenstrom kann lästig sein, stört mich aber. Ich bin so froh, dieselbe Kraft wie Hinoa zu haben. Aber genug von mir. Es gibt neue Quests für euch. Ihr könnt jetzt 7 Sterne-Quests annehmen. Seht es euch bitte mal an. Dank unserer Verbindung habe ich die Donnerschlange Narva schon fast lokalisiert. Wir werden sie bald gefunden haben. Genau, wir haben jetzt ganz viel neuen Stuff. Neuen alten Stuff. Osarak, Magnamalo, Almodron, Diablos, T-Krex und neu Rajang. Und ja.
noch so ein paar lustige andere Sachen, wie zum Beispiel Almodron, Mizutsune und Arena-Quest mit ganz vielen anderen Kram, ne? Ja, Rajang Sinogo ist, glaube ich, eine lustige Quest zusammen. Ja. Auf jeden Fall die beste von allen. Bringt aber auch am meisten Geld. Nicht, dass es das Geld wert wäre bei 3 Cards. Das bringt ganz 300 mehr als die Almo Mizu. Schon krass. Mhm. Ja, okay, gut, die Arena kostet am meisten, aber die ist offensichtlich auch bei weitem die schwierigste. Ja. Weil 3 Spaßkanonen auf einmal ist halt das Beste, was man haben kann. Auf engem Raum. Geht so, ne? Geht so. Ist ganz okay. Habe ich noch nicht gemacht. Ich auch nicht. Ich habe eh noch keine Sidequests gemacht im Highrank. Muss ich alles noch machen. One day. Mhm. Auf jeden Fall. Wird lustig. Ja, gucken wir mal, was wir nächste Folge machen. Genau. Und nächste Folge? Da kommt der Krankenwagen für mich. Der Krankenwagen für deine Sanity. Meine Sanity. Ja, ich hab schon gerochen, dass ich von Rajang vermöbelt werde. Ja. Oh, der wird richtig lustig. Ja, bitte. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Ist halt ein. Das ist ein echt affiger Fight. Hä? War zum Glück überhaupt nicht intended, so super schlecht. Da hab ich nicht mal mehr Bock auf die Verabschiedung. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.